Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zur Saison 2022. Ja, der Winter ist vorbei, also zumindest rein theoretisch. Wir haben hier schon Temperaturen, wo man noch eher vom Winter ausgehen könnte. Aber trotzdem, wir freuen uns auf eine Saison. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und weiter geht's mit dem kleinen Trailer. Viel Spaß! Motorsportfreunde, wir haben hier heute einen Ehrengast mal in der ORKC. Mike David Ortmann ist früher ORKC selber gefahren, fährt inzwischen in den großen Automobilsportklassen GT3, GT4. Mike, wie ist es für dich, zurückzukommen zum Kartsport? Ja, für mich super. Wir waren dieses Jahr das erste Mal im Februar, März wieder zusammen mit Donato, mit dem Team MKS und mit zwei meiner Fahrer, dem Moritz und dem Bruno. Und ja, Kartsport war ja für mich eine relativ lange Pause, 8 Jahre aus dem aktiven Fahren und jetzt wieder dabei zu sein und ja, den jungen Fahrern dabei zu helfen, ihre Performance zu steigern, ist echt eine schöne Sache und freut mich. Bis auf das Wetter ist eigentlich auch alles super, ja. Okay, ja gut, mit dem Wetter haben wir jetzt hier alle so ein bisschen zu kämpfen, ist schon so ein leichter Winterpokal an der Stelle, aber jetzt sagst du ja auch gerade, nach 8 Jahren Pause, du bist wieder zurück mit 2 Fahrern. Das heißt, was machst du hier im ORKC mit 2 Fahrern? Ja, ich habe letztes Jahr im Juli oder Juli gesagt, ey, ich mache jetzt schon Motorsport seit so vielen Jahren. Ich würde einfach gerne mein Wissen und meine Erfahrungen natürlich den Fahrern weitergeben und habe dann quasi damit angefangen mit Driver Coaching, sprich den Fahrern zu zeigen, wie ist die Ideallinie, wo sind die Bremspunkte, was können sie verbessern, und da arbeiten wir halt sukzessive weiter an Trainingswochenenden und jetzt halt auch beim ersten Rennwochenende hier. Okay, das heißt, wir werden dich öfters im ORKC sehen? Ja, also wenn die Termine sich nicht überschneiden, bin ich die ganze Saison ORKC dabei. Klasse, vielen Dank, wir freuen uns. Ich mich auch. Gott.